Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Fallout 4. Wir stehen hier in einem sanften Regen, sind wieder im Commonwealth und bin hier über einen Einsiedler gestoßen. Gestolpert eher so, der ein Minecrawler-Problem hat. Angeblich sollen wir die angelockt haben. Es ist wieder mal sehr freundlich von den Leuten hier. Jawohl. Zumachen. Danke. Huch, entschuldige, Edda. Es wird sehr freundlich von den Leuten und wir sollen ihm auch helfen, seine Geschütztürme, die er schon mal aufgestellt hat, wieder zu aktivieren. So, aufgestellt hat er schon. Nur hat er den Stromsparmodus quasi eingeschalten. Und den werden wir jetzt aufheben. So, es gibt 5 Bereiche, also 5 Stellen. Ich glaube 5 Stellen, wo wir hin müssen. Ja, ich weiß, ich wollte eigentlich dorthin, aber Hausputz, geteiltes irgendwas. Da. So. Es ist wieder eine Nebenquest und deshalb bringen wir die schnell zu uns. Genau, zu Ende. Ich kann nicht reden heute mehr. Die bringen wir schnell zu Ende. Na, verstehe. Was? Und ja. Ja, also wie gesagt, ich werde sterben. Okay, wow, ich gerade die Verstrahlung ist auch nicht schön. Da muss ich mir noch was überlegen. Ja, Radler. Strafend. Lederrüstung, linkes Bein. Wirft 10% des Nahkampfschadens zurück auf den Angreifer. Boah, das wäre echt keine schlechte Rüstung. Edda, ich bin schon überladen. Ich repariere dich mal. So. Und bitte tragen helfen. Ach, sie ist ja auch schon voll. Stimmt. Ich habe nichts. Ich habe. Ja. Aber sie kann noch ein bisschen was schleppen. Super, das sind wir auch schon fertig. Ah, herrlich. Ja, stimmt. Ich habe mir gedacht gehabt, das sind ja nur, ist ja nur eine kleine Quest, ne? Wo ich eigentlich hin wollte und habe mein Inventar nicht entrümpelt. Das war natürlich nicht so schlau. Ja. Aber Terminal benutzen. Und da steht im Regen das Terminal. Ohne Schutz. Naja. Passwort eingeben. Ich glaube ja. Willkommen, Soldat. Geschütztem Steuerungssystem. Bitte aktivieren. Jawohl. Turmsteuerung. Was gibt es hier noch Tolles? Bitte seien Sie vorsichtig, bla bla bla. Aktivieren. Über Ihre Verteidigung. Aktivieren, glaube ich, ne? Aktivierung. Müsste passen, oder? Gut, der erste geht schon mal. Da drüben ist der zweite, beziehungsweise der nächste. Booms. Ich höre hier irgendjemanden herumkrebsen. Im wahrsten Sinne des Wortes krebsen. Aha, ist ja ein Meierlurk. Ha, da geht, ist irgendjemand geschlüpft aus dem Boden. Da drüben. Da drüben. Edda, Fass. Edda, Fass. Na los, Fass. Wo ist denn das Viech hin? Zeit, sie zu vernichten, Alter. Wups. Danke fürs Fleisch. So, darüber wollte ich. Ups, Entschuldigung. Ich wollte zuerst irgendwie da so rüber. Hoi, Dekar. Das ist gleich falsch, das ist das Hexending. Ja, ja. Entschuldigung, das war das Hexending. Das heißt, ich muss da lang. Am besten hier. Wenn wir schon mal da sind. Nehme ich gleich, oder? Ist es da eigentlich besser? Schneller? Da oben? Da drüben ist was, ne? Ah, da steht er. Warte, haben wir gleich. Das holen wir gleich. So. Benutzen. Dabarabarab. Passwort eingeben. Dabarabarab. Geschütztum aktivieren. Dabarabarab. Turmsteuerung.
Nein, nichts deaktiviert. So. Passt. Was haben wir da? Nix. Also ganz ehrlich, der Zaun hier hilft nicht wirklich viel, ne? Aber jetzt hat er das aufgestellt. Ist ja schon mal was. So, next one. Da drüben. Ja, wir machen sie fertig. Komm, Edda, mach Kaboom. Jawohl. Miep. Haben Sie etwas Brauchbares gefunden? Ja, kann man eigentlich belassen. Ein Flaschenkürbis. Und ich bin schon wieder voll. Noch ein Flaschenkürbis. Verdammt. Jo, der Teller. Her damit. Nehmen wir mal alles mit. Das ist natürlich nicht schlau gewesen von mir. Ich habe nicht gedacht, dass wir so viel Graffel finden. Ja. Ja. Dann werden wir halt irgendwas wegtun müssen. Oder warte kurz. Warte. Vielleicht geht es ja besser. Zuallererst nehmen wir mal das Hilfsmittelchen gegen unsere depperte Drecksverseuchung. Wo bist denn du? Da. So. Basti, lassen wir mal auf uns wirken, damit wir futtern können. So. Wir verjausnen jetzt etwas von unseren Vorräten, die sowieso eher schlecht als recht sind, so wie... Okay, der ist gut. Das ist jetzt super. Es ist gar nicht mal so schlecht, aber hier, lass es mal weg. Und den haben wir uns auch hinter die Kiemen. Es ist zwar nicht viel besser, aber ein bisschen. Das ist jetzt echt doof. Na toll. Das ist echt doof. Es ist auch doof, dass unsere Powerrüstung kaputt ist. Stehst du mit Ü? Kaputt. Schneidebrettel, Dingens, so, so, so. Ich sollte nicht so viel mitnehmen, ne? Es hat nämlich keinen Sinn. Blechdöschen. Ich bräuchte Aludöschen. Trinkgläschen. Jawohl. Na komm. Hundefutter in der Dose. Das hauen wir uns jetzt hinter die Kiemen. Hm, ja. Verstehst du, wenn wir es wenigstens noch irgendwie aufbessern könnten mit irgendeinem Rezept, ne? Aber es ist wirklich so, man kann problemlos Hund- und Katzenfutter futtern. Also wirklich als Mensch essen. Man muss nur seinen Würgereiz ein bisschen unter Kontrolle haben. Und ein bisschen viel, sagen wir so, dann geht das schon. Klingt komisch, ist aber so. Es ärgert mich gerade, dass ich nur gehen kann. Und dann kann man wirklich von dem Zeug auch leben. Und wenn man so wie hier im Commonwealth lebt, hat man schon lange vergessen, wie ein echtes Schnitzel schmeckt oder ein Gulasch. Das kennt man ja eh nicht mehr. Ein Topf vielleicht noch maximal, aber ich bin mir sicher, dass unser momentanes Essen nicht aus irgendwelchen verseuchten Krabben oder Hunden besteht. Apropos Hund, die werden ja auch gefuttert hier. Jawohl. Scheibendreck, irgendwie... Da drüben, ne? Ich muss da irgendwie... Ich muss den Ballast loswerden. Ich muss sie noch durchschauen. Entschuldigung. Ach, das ärgert mich jetzt gerade, dass ich nicht ausgemüllt habe. Ich, böses Kind. Da ist nichts, da ist nichts, da ist schmutziges Wasser. Lalala. Lalala. Können wir noch ein leckeres, leckeren Oma-Gemüsesuppe-Dingens kochen? Scheibendreck, echt. Ach, Herr Jemini. Ich muss das jetzt irgendwo bunkern anfangen, das klumpert. Wo müssen wir denn da hin? Die Seite, aha, da oben wäre es gewesen. Warte mal kurz, ich suche dringendlich einen Briefkasten oder so in der Art. Ich will, oder Mülleimer wäre mir auch schon recht. Bist du ein Mülleimer? Na, du bist ein alter Nuka-Cola-Automat. Verdammt. Ah, da ist eine Kommode. Da schmeiße ich das jetzt mal rein und gestern später wiederholen. Hallo. Grüß eigentlich. Na,
Bitte, hab eine Kommode, wo ich was reinschmeißen kann. Bitte. Ich flehe dich an, ich bin überladen. Wie ein, keine Ahnung, Dings halt. Nichts ist da. Kann ich weiter zu Fuß gehen, also wirklich gehen. Zu Fuß gehen tue ich sowieso, aber weiter gehen statt laufen. So, meine ich. Dreck. Im Stuhl kann ich leider nichts lagern. Tut mir leid. Halt, Edda. Fahr mich nicht über den Haufen. Dreck. Dreck. Dreck hat der Dreck. Ich will nämlich zurück zu unserer Vault reisen. Da können wir nämlich, da haben wir so viel Schrott, dass ich problemlos unsere schöne Power-Rüstung reparieren kann. Und ja. Ich würde das gerne machen, aber das erweist sich gerade als schwierig. Da geht's rauf. Das Ding ist ein kaputter, oder? Ein kaputter Meierlörg. Ja. Mann, ist das gerade nervig. Entschuldigung. Ah, da hält man das Haus von dem Einsiedler. Ich nenne mal Einsiedler. Liebevoll Einsiedler. Jawohl. Gut. Hä? Da oben krebst einer rum. Ernsthaft. Da schau. Wup, wup, wup. Level up erreicht. Super. Supi, supi. Ich schieß dir in deinen Arsch. Und in deinen Arm. Geht auch. Da kommt er. Hoppala. Entschuldigung. Der ist ja komisch bunt gefärbt. Ja, eh da. So, mal nachladen. Wir haben eh genug Munition. Ich bin so froh, dass wir die Waffe da gefunden haben. Dieses Sturmgewehrchen ist echt ein Hammer. Hammer, Hammer. Du bist ein Hammer. Oh ja, yeah, Hammer, Hammer. So, es tut mir leid. Ich kann nur gehen, ich kann nur gehen. Wir spazieren halt heute mal durch den Level. Na, großartig, ne? Ich muss unbedingt das Zeug loswerden und reparieren und, und. Ui, Meierlörg-Eier. Schon lange keine mehr gehabt. Wo ist das Baby? Hm. Oh, bist du kaputt worden? Oh, oh, bist du kaputt worden? Oh. Jupp, die Edda gleich mit ihrer Kanone, ne? Schau mal, was ich habe. Ich habe Kanonen. Und ich weiß, sie einzusetzen. Muhahaha. Kann ich die kaputt machen? Irgendwie mitnehmen darf ich die auch nicht. Pfuh. Nicht freundlich. So, Terminal. Aktivirus Maximus Totalus, bitte. Ja, aktivieren. Die Turmsteuerung muss hier normalerweise auch verbindet sein. Perfekt. So, Kontrolle. Immer Kontrolle. Da waren es schon drei. Da waren es schon drei. Wie komme ich denn da rauf? Also darüber rauf. Da unten ist auch noch einer. Wie viel hat denn der noch? So. Ba, 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 ra. Ba, ra, ba, ba, ra. Tap, 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 tap. So. Bitte Passwort eingeben. Schütztürmchen aktivieren, Turmsteuerung nochmal kontrollieren. Alles gut. Huch. Ah, du Cheppergorn. Und da drüben halt noch die beiden, ne? Beziehungsweise einer. Oi, oi, oi. Die Frage ist nur, wo ist hier der Eingang? Vorne, hoffe ich mal.
Da fällt mir ein, wir wollten eigentlich bei Sanctuary Hills auch noch was bauen, glaube ich. Schon ewig nichts mehr gebaut und schon wieder vergessen, was wir eigentlich bauen wollten. Ich muss mir das mal anschauen. Eine Kirche, wie schön, und ich darf nur gehen. Wie kacke. Oh weia. Oh, da hat jemand Wasser liegen lassen. Die Sitzungen, sage ich schon. Die Predigten waren so trocken, dass die Leute gleich mal einen Schluck Wasser mitnehmen mussten. Da, 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 da. Dab, dab, dab. Dab. Aha, mit Wein. Aha, das haben sie wahrscheinlich dann für die Predigt gebraucht. Was haben wir hier? Da geht's rauf. Jawohl. Da, 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 da. Da ist uns nichts. Nein. Meine Güte, ey. So. Da. Da. So. 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 Oh, Kinderspielplatz. Also, ein Kinderspielplatz ist ein bisschen falsch, aber da hat ein Kind mal gespielt. Oh. So. So, 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 so. Ja. Jawohl. Da, 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 da. Ba, ba. Baram. Ba, ba, baram. Baum. So, da ist auch noch was. Rattengift. Ja. Das ist wichtig. Und hier, haufenweise Flaschis. Dab, dab, dab. Fläschchen. So. Und das letzte, glaube ich, Terminal und so. So, bla bla. Passwort bitte eingeben. Bla 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 bla. Turmgeschütz. Na. Eingeben. So, aktivieren. Geht ja Turmsteuerung. Passt alles. Gut. Wir können Bericht abstatten. Genau. Ab und erstatten. Ah, da funktionieren gleich alle beide. Das ist ja mal praktisch. Vielleicht kann ich ja geschickt mich darauf fallen lassen. So. Rums. So. Ich bräuchte bitte einen Müll von Eimer. Wie geht es am besten? Da lang? Da lang, glaube ich, ne? Kann ich hier mein Graffel bei Ihnen da abladen, damit ich ein bisschen schneller lernen kann? Lernen, verstehst du? Ein bisschen schneller lernen. Nur ein bisschen schneller lernen. Nicht viel, aber ein bisschen. Huch, Entschuldigung, gnädigste. Das war nicht mit Absicht. Ich denke, ich werde mir hier den da ausbeugen. Kronkorkenmine. Schade um die Kronkorken. Schrott. Ich muss sagen, nimm du mal so viel weg, bis ich mich porten kann. Wir bekommen aber noch eine Waffe, ne? Also das heißt, ich muss ein bisschen mehr wegräumen. Dann wieder herporten, das Zeug holen und wieder abhauen. So werden wir das machen. So, ich muss so wieder her. Also von dem her. So, ich mach mal auf so, das müsste reichen. So, ah, wie schön. Ich kann wieder laufen. Ja, yeah. Das heißt, wir sprinten auch. Nein, nicht verstecken. Sprinten. Dab, 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 dab. Warte mal. Scheißendreck. Das war doch da unten. Dab, 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 dab. Das war da drüben, das Haus. Entschuldigung. Baum, baum. Baum, baum. Baum, baum. Ich hörte irgendwo einen Minecrawler. Minecrawler, Entschuldigung. Meierlurk. Minecrawler. Ach, Entschuldigung. So, Berichterstattung. So.
So, gnädiger Herr. Das ist jetzt da unten auch ein Meierlux werden. Hey, hallo! Du hast es geschafft, oder? Ja. Ich konnte das süße Lied der MGs bis hier unten hören. Ich habe gerade noch mit Reba das Tanzbein geschwungen. Ist es vorbei? Erleichtert, freundlich, genervt. Freundlich? Kein Problem, Barney. Immer wieder gerne. Reba und ich danken dir. So schnell werden wir dich nicht vergessen. Also, die Belohnung... Hier ist ein Schlüssel zu meiner Werkstatt im Bunker. Reba 2 sollte dort auf dem Tisch liegen. Du hast sie dir verdient. Wenn du mich entschuldigst, aber heute stehen Zielübungen an. Die Freiwilligenmiliz von Salem macht niemals Pause. Hm, danke. Das heißt, es ist wahrscheinlich hier, oder? Oder auch nicht. Aber doch hier, ne? Reba 2. Verursacht 50% mehr Schaden gegen Meierlurks und Insekten. Bist du gescheit, das ist aber nicht schlecht. Kann ich das alles mitnehmen? Jo. Ich darf das echt mitnehmen. Okay. Okay. Überladen? Ich glaube ja. Mit ziemlicher Sicherheit sogar. Ach, ich will nicht alles wegnehmen. Dankeschön, gnädiger Herr Obi. Wir gehen dann mal wieder. Was ist das Wort? Das heute ist eine G-Folge. So, G-Folge. Eine G-Folge mit meinem Gefolge, verstehst? Ja. Gefolge ist die Äther, ne? Gut, dann nochmal zu dem Häuschen hin, wo wir unseren Schrott schon drinnen haben. Und dann schnell mal wegboarden. Und unseren Schrott da zur Vault bringen. Inklusive Reparatur. Ja. Das ist echt ärgerlich. So, das war glaube ich hier, ne? Nein. Da gibt es noch mehr Graffel. Schau mal. Ach du Heilige. Zack, 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 back, 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 dann, 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 dann. Gibt's noch mehr Gerümpel. Huch, ich will da durch. Na, das geht natürlich nicht. Dann nehmen wir halt die Tür. So ein Dreck. Jetzt muss ich da wieder rüber gehen. Das war doch hier irgendwo, oder? War das nicht eh schon dieses Haus hier? Ich glaube ja, der Schreibtisch hier. Das müsste stimmen. Bingo! So, Reba, du kommst mal hier hin. Und vom Schrott ein bisschen was noch. So, das reicht. Na, nicht so. So. Und ganz fix, jawohl. Ganz fix einmal zu unserer geliebten Vault porten. Wo bist du denn? Wo bist du denn? Da. So. Die Vault 88. Da geben wir unser ganzes Graffel ab. Holen das Zeug, was hier noch ist, und machen uns dann aber gleich auf den Weg weiter. Zu diesem Hexenmuseum. Stimmt, denn die Powerrüstung muss ich noch reparieren, das auf jeden Fall. Edda? Hey, was kann ich für dich tun? Gib mir alles, was du hast, bitte. Danke. Huch, wo bin ich da? Hier. So. So. Falsche Taste. Licht wollte ich haben. So. Na, das wollte ich nicht haben. So. Gesamten Schrott mal lagern. So. Waffenmäßig. Das kommt weg. Das. Das, 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 das. Raketenwerfer auch. Ja. Jetzt muss ich nur kurz aufpassen, welche meine Waffen jetzt waren. So, glaube ich. Das kommt mal weg. Das kommt weg. Die, ich habe früher vergessen nachzuschauen, wo die hingehören. Weil ich so schlau bin. Ja.
Hilfsmittel kommen auch was, kommt auch was weg, stimmt. Das und dieses hier und das und das und das und das. Ich glaube auch. Das auch. Ja. Ja. Jawohl, 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 jawohl. Mhm. Ja. Mhm. Nein. Nein. Ja, von mir aus. Oh yeah. Nein. Ja. Ja, derweil schon. Können wir schon wegtun, derweil. Psycho, da können wir bis auf 2. Da auch bis auf 2. Das behalten wir noch. Das kommt weg. Das kommt weg und das kommt weg. Todeskrallefleisch. Das kommt weg. Weg, weg, weg. Das kommt auch weg. Passt, das hält man schon mal. Ich glaube, das passt. Ja, sind wir doch um einiges leichter als Angriff sonst. Die Supermutanten mit minimalen Verlusten zurückgeschlagen. Ui. So, hallo. Irgendwie werden da immer mehr. Oh, sehr viel mehr. Wir brauchen Betten. Ja, ja. Der schaut Leute komisch aus. Abwechselnd schlafen. Das macht alle ein bisschen mürrisch. Ja, das werden wir jetzt zu verhindern wissen. Entschuldigung. Wie viele Betten braucht sie? 8 Leute. Wie viele Betten haben wir denn? Ich habe gar keine Ahnung. Wurscht, wir bauen ganz fix, nur ganz, ganz fix, damit die Leute nicht zu mürbe werden, wie die schon so schön sagen. Bauen wir halt noch ein paar Bettchen. Einfach hier so in der Schlaf... im Schlafgang. So, einmal... zweimal. Da geht sich, glaube ich, keiner mehr aus. Wie schauen wir hier aus? Alter, ich habe total schief und krumm aufgestellt, ne? Da haben wir noch zu tun. Wow. So, jetzt passt mal hiermit. Schutz und so ist auch kein Problem. Zugewiesen, ich würde sagen, du hilfst mit beim Schutzelein. Dann wird das, denke ich, auch schon mal passen. Da müsste normalerweise noch ein Job frei sein. Oder auch nicht. Ja. Wir haben noch nicht genug. Wir brauchen Wasser. Alles klärchen. Wir brauchen auch Wasser. Habe ich da drüben? Na, Schutz habe ich nur hier aufgestellt, ne? So, ich hoffe, das klappt, wenn der dann auch noch mithilft. Hier zum Beispiel. Oh, vielleicht beim nächsten. Alle guten Dinge sind 3. Du da. 6. Ja, wird hoffentlich reichen. No. Einer noch vielleicht. Ah, es müsste schon reichen. Es sind ja schon 5. Dann wäre es gut, vielleicht auf der anderen Seite noch sowas zu bauen. Wasser wäre auch gut. Boah, wir brauchen Sachen. Entschuldigung, wird jetzt doch eine kleine, eine Mini-Baufolge. Eine Mini-Mini-Baufolge. Wasser, Wasser. Was, woher Wasser nehmen? Wasserpumpe. Die große. Ich würde sagen, wieder auf dem Feld würde ich es gern haben. Boah, da schaut's aus, ne? Also ich würde sagen, wieder hier irgendwie, irgendwo. Vielleicht so. Da wollte ich aber eigentlich Blümchen oder so herpflanzen, ne? Vielleicht hier drunter. Irgendwie so vielleicht. Kann ich eh wieder umbauen. Du brauchst Strom. Mhm. Das bedeutet... wo war das schnell? Hier, Energie, ne? Da, dieser Voltstecker. Wo bist du denn? Schalter, irgendwas mit Volt. War das nicht auch hier? Da, Voltstromleitung. Batsch.
So. Jetzt müsste von hier... geht das nicht? Da. Jawohl! Klappt doch! Sehr fein. Und Schutz wäre auch nicht schlecht. Also würde ich sagen, wenn wir eh schon da sind, werde ich hier noch ein bisschen Schutz und so aufstellen lassen. Zum einen wieder so eine hübsche Dingen, so wie da. Ich hoffe mal stark, dass hier kein Viech durch kann. Und werde einfach mal hier so. So. Oder machen wir es vielleicht da so. Dass wirklich nichts durch kann. Ich muss das auch erkunden, eigentlich. Wir könnten theoretisch gleich hier weitermachen, nachdem wir eh schon hier sind. Theoretisch. Dann können wir die Quest, die Hexendings da oben lassen. Aber wir haben ja eigentlich, wir haben ja eh so viel Gerümpel, ne? Wir haben richtig viel Gerümpel, also früher oder später. Früher oder später müssen wir das sowieso, oder können wir das sowieso machen. Ich würde sagen, so vielleicht. Ich habe keine Ahnung, ob das einigermaßen was gleich schaut. Ah, da kommt keine Sau rüber, ne? So. Ach so, steht ihr verkehrt, da hat die keinen... Da muss sowieso dastehen. So, fällt mir gerade wieder ein. Der muss sowieso hier so stehen, weil er sieht ja nichts. Ich würde sagen, so. Ich glaube, das geht schon so. Tatsächlich, schau, genügend Schutz. Jetzt sind sie wieder mal zufrieden. Essen, apropos Essen, Ressourcen. Essen und so. Wir haben einige neue Dinge. Klingenkorn zum Beispiel. Das wollte ich hier in der Wand eigentlich hinbauen. Hier so. Dass es ausschaut wie so ein kleines Feld. Was haben wir noch? Wir haben Melonen. Melonen. Lecker köstliche Melonen. Ich glaube, die werden wir. Die werde ich hier so herbauen. Dann schaut das aus wie so ein. Wirklich wie so ein kleines. Dingensfeld. Vielleicht passt es so besser. Dass es nicht unbedingt in der Luft herumschwebt. Ich hoffe, das passt so. Noch mehr Melonen. Okay, vielleicht da hinten noch. Nö. Nein. Vielleicht da herüben. Vielleicht da noch so ein paar Melönchen. So vielleicht. Zack. Joa, schaut ja gar nicht so schlecht aus, oder? Da haben wir nichts. Da haben wir auch nichts. Da hält man noch was. Flaschenkürbis. Da hält man noch ein paar. Geht das da auf dem Stein auch? Nein. Aber davor. Wir könnten theoretisch so machen. So. Ein bisschen den Stein herum. Um den Stein herum bepflanzen. So. Zack, haben sie schon mehr zu essen. So. Das wird jetzt hoffentlich reichen für eine Zeit. Das werden wir entsorgen. Jo. Und den klatsche ich an die Wand. Welche Wand? So, na bitte. Schaut hier schon noch was aus. Da wird alles schön beschützt. Bravo. Sehr gut. Das heißt, unser Bauprojekt ist hiermit beendet und wir können weiterreisen. Beziehungsweise kann ich nun endlich die Powerrüstung mal reparieren. Und Gwen ist schon... Gwen? Na, wie hieß er? Glenn. Glenn, ne? Glenn, so irgendwie. Glenn. Der ist am Arbeiten. Moin. Du bist so niedlich. Und so lieb. Ich mag dich auch so gerne, Edda. Ja, ja. So. Wusch, 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 beim Klepper-Chepper.
Und wir steigen wieder ein. Wir machen jetzt trotz allem dieses Hexenmuseum fertig und danach schauen wir mal hier bei der Vault vorbei. Oder so. Ja, irgendwie so. Also, pfiat euch. Theoretisch können wir uns hier schon porten, weil ich will die alte Quest mal raus haben. Raus, draus. So, also hier hin porten. Und, hoppala, Entschuldigung, bin voll am Headset angestoßen. Entschuldigung, weil ich mich gerade kratzen musste. Ja, ich würde sagen, das machen wir schnell fertig, dieses Hexenmuseum-Dingens da. Und dann können wir bald mal wieder bei der Vault was herumschustern. Zumindest weiter erkunden, das fehlt ja auch noch. Und dann können wir sie irgendwann mal bei Belieben und Bedarf fertig bauen. So, also dort entlang. Hä? Redet da jemand? Oh! Raider-Abschaum! Ja, hallo! Servus! Huch, da rollt der Kopf. Da hat er doch, oder sie hat da glatt ihren Kopf verloren. So ein Pech. Halt, was mache ich denn, ich Idiot? Ich wollte doch den Rest holen, oder? Jünger Veteran. Hätten die mich jetzt überhaupt angreifen dürfen? Ich bin doch der Oberboss. Warte mal, ich habe vergessen. Ich habe unseren Schrott vergessen. Unseren geliebten Schrott. Ist wurscht. Später holen? Hol man später. Scheiß drauf, hol man später. So. Wer weiß, was wir da jetzt in diesem Museum alles anfinden. Unter Umständen bin ich dann gleich wieder überladen. So. Jawohl, da ist es auch. Hm? Da geht's rein. Ja. Zugekettet. Auf der anderen Seite festgekettet. Mhm. Das ist ja super. Da geht's rein. Oh. Die haben ihr den Schädel eingeschlagen. Das erinnert mich jetzt gerade an Walking Dead. Die Arme. Moment, nein, das hat wer gefuttert. Das hat wer gegessen, nicht? Das hat wer angeknappert. Ein teuflischer Auftrag. Wow. Das hat wer angeknappert. Ghule, wahrscheinlich. Yay. Wir sollen hier uns was anhören. Ein Holoband. Beim HTNP müssen wir schauen. Boah, das ist gerade echt wahr. Ich dachte, die haben ihr den Schädel zertrümmert, aber das wurde in Wirklichkeit gefressen. Und scheinbar bei lebendigem Leib. Bester Gescheit, ist das furchtbar. Wo ist das denn? Da. Jeffries, Lee hat den Rekorder zum Laufen gebracht. Und, hast du dir den Dienst so vorgestellt, als du zu den Gunnern gekommen bist? Gepäck aus Linwoods für einen Roboter-Butler wegschleppen? Wie hieß der nochmal? Wellington? Wellingham? Nicht jetzt, Soldat. Wo ist Connors? Er ist nicht auf seinem Posten. Oh, tut mir leid, Sir. Der Lieutenant meinte, er hätte Spuren gefunden. Wollte sie sich mal ansehen. Schütze Martin. Spuren? Was für Spuren? Was zum Teufel ist das? Oh mein Gott. Connors? Wo ist der Rest von ihm? Oh Gott, es hat uns gefunden. Sergeant Lee, schnapp dir die Kiste. Lass das Ding nicht aus den Augen. Alle ins Museum, sofort. Major! Major, was hat uns gefunden? Oh. Das ist natürlich übel. Oh, es ist übel. Entweder eine Todeskralle. Das könnte es auch sein, eine Todeskralle. Yay. Auf jeden Fall, wir werden im nächsten Part uns hier dieses schöne Museum anschauen. Und vielleicht werden wir auch denjenigen oder das etwas finden,
was das hier angerichtet hat. Na gut, ihr Lieben. Ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!